Moinsen, ich hatte eine ganz schlechte Nacht mit einem ganz fiesen schlechten Traum. Also erstmal auf dem Borg frische Luft anziehen, Kopf durchblasen. Hat auch funktioniert. Mit coolen Jungs in der Runde, wir mussten husten wie die Hunde. Die erste eigene Band, Hauptsache laut und verzerrt und die Haare bis zu den Schultern, wie ich heute drüber denk, war alles gut so. Wir haben Schule geschwänzt, unser Taschengeld in Automaten versenkt. Und im Bushäuschen hab ich das Knutschen gelernt. Und das sind Geschichten, die wir gerne erzählen. Als die Birne dann wieder sauber war, konnte ich dann auch die 400 Kilogramm Vollmetall ohne Probleme fahren. Schneller noch lauter und wir waren unbesiegbar. Das Motto ist Rebellion, lag wohl am Alter. Mit den Eltern gezopft, das war echt bekloppt, aber wir waren nie die Doofen. Und wenn wir allein war, hat es uns leid getan. Und das sind Geschichten, die wir gerne erzählen. Ja. Beides ungefähr anderthalb Stunden und ungefähr 100 Kilometer. Aber die Streckenauswahl war total unterschiedlich. Oder schiedunterlich. Und wenn ich heute so erzähl, wie es früher so war, ja, dann weiß ich,